Ich habe endlich die neuen Stempelkissen bekommen von Action und wollte euch die nochmal zeigen. Was heißt nochmal zeigen? Haben ja noch nicht viele gezeigt. Die gibt es ja eigentlich, glaube ich, auch ganz selten. Ich bin ganz froh, dass mir eine Freundin die besorgt hat. Eine ganz liebe Freundin hat sich da Mühe gegeben und mir die extra besorgt. Und das sind jetzt vier Sets mit jeweils 12 Farbtönen drin, die durchnummeriert sind. Mal gucken, was Das jetzt ist hier. wieder für dich, ja, das Bunte. Ja, du hast jetzt, also ich habe ja schon viele Stempelkissen, aber für Leute, die noch keine Stempelkissen haben, hier hat man dann jetzt gleich ganz viele Farbtöne, um zu stempeln, um damit Hintergründe zu gestalten. Und ich glaube, man kann so ja damit embossen. Ui. Wir probieren das aus. Dafür habe ich mir ja extra mal zum Embossen diese Stempelkissen gekauft. Und die sind natürlich preislich mit denen hier ja nicht zu vergleichen. Hier kosten immer 12 Stück mit der Box gerade mal 2,60 € knapp. Also 2,59 € oder so. Was kostet Da hätte ich die? aber auch nicht gezögert. Kann man nicht falsch machen. Und ich habe ja zwar die teuren hier, aber ja, man ist ja da immer ein bisschen geizig mit, obwohl man ja nicht sein soll. Und wie gesagt, die hatte ich mir zum Embossen geholt und habe jetzt erfahren, dass man die hier wohl auch zum Embossen nehmen kann. Jetzt haben wir Genau, hier, dann zeigt man noch die vierte jetzt Kiste. haben wir hier ganz viele. Ich wollte die mal nummeriert hinlegen. So, das ist jetzt hier 1 bis 12. Das hier ist 25. Und das hier ist 13. So. Da siehst du. 1 bis 12, dann jetzt hier mit 13 weiter bis 24, dann haben wir hier die 25 und hier dann nachher die 37. Also das sind ganze Menge an Stempelkissen, also 48 Farben. Besser kann man es nicht haben für knapp 10 €. Na. Also ist schon cool. So, und jetzt probieren wir mal aus, was wir damit machen können. Also ich habe die eigentlich, um damit so Hintergründe zu machen, habe ich mir gedacht. Nehmen wir einfach mal ein Stempelkissen raus. Ist das jetzt hier orange? Nee. Das hier ist orange. Nehmen wir uns ein Blatt. Dann schiebe ich wieder weiter. und dann gucken wir mal, ob man damit wischen kann. Ich denke mal, ja. Na, da kannst du Hintergründe mitgestalten. Kannst du also wischen mit deinen Wischdingern, ganz egal, ob du jetzt diese dreieckigen hast oder diese runden oder sonst was. Kannst du deine Hintergründe machen. Dafür fand ich das toll, dass das eben. Und du kannst auch eine Schablone unterlegen und damit. Du kannst damit stempeln. So weit hoch. Ja, jetzt nehmen wir einfach mal hier Pink. Sind das Stempelkissen oder nicht? Sind Stempelkissen, ja, aber mit manchen kannst du halt nur Hintergründe gestalten. Jetzt hier diese Istras-Oxide zum Beispiel, die sind eigentlich, um Hintergründe zu gestalten. Damit kannst du gut wischen und alles Mögliche machen, aber zum Stempeln sind die halt nicht gut. Also. Deswegen habe ich die andere Sorte noch, weil ich gemerkt habe, oh, mit denen kann man nicht so gut stempeln. Deswegen habe ich die. Und dann willst du ja immer noch embossen. Du hast ja dann so ein Embossing-Zeugs dir alle zugelegt, verschiedene Farben oder eben klar habe ich jetzt genommen, weil ich ja die Also du verschiedenen. springst in diesen Bildern hier hin und her. Also schnell komme ich mit der Kamera ja Mach doch nicht das mit. nicht so nah, dann hast du das alle dann eben Bild. Mach das ein bisschen weiter weg. Dann kann man es ja nicht mehr richtig erkennen. Also man hat ja sich Embossing-Puder gekauft und so einen Föhn und was weiß ich. Und dafür brauchst du dann immer entweder so ein Embossing-Stempelkissen oder eben, wie gesagt, die ich eben gezeigt habe, dass man die nutzen kann, weil das eben eine coole Sache ist. Und zeig, wie ihr stempelt. Jetzt wollen wir stempeln. Ja, mal gucken. Ich habe jetzt hier einfach mal so einen Schriftstempel. Welche Stempel du jetzt nimmst, ist Ja, halt. das ist völlig egal, ob ich jetzt ein Blümchen mache oder irgendwas anderes. Das ist hier nur ein Zeigevideo. Muss man natürlich ein bisschen gucken, dass man die Farbe genau drauf hat. Muss man richtig Farbe drauf machen. Dann gucken wir mal, ob sich das embossen lässt. Habe ich irgendwo Das willst gehört. du auch gleich noch machen. Aber wenn wir schon dabei sind. Gucken, ob wir schnell sein müssen oder ob man da. Wir hatten jetzt zwischendurch ein bisschen gequatscht, ob es geht. Ja, das Bild. Geht, klebt. Klebt. Ist wieder weg. Also, ich habe mir mal so ein ganz großes Teil gekauft, weil ich gedacht habe, man braucht da bestimmt auch ganz viel von, aber man macht ja das Man meiste. bräuchte schon, wenn man machen würde. Ja, und das meiste macht man aber alles wieder hier rein. Das ist ja. Ja, und da man jetzt diese Farben hier zum Stempeln nehmen kann, brauchst du bloß diese klare Embossingpulver und kannst dann eben diese, Hier. wollen wir mal embossen. Den musst du nehmen. Und funktioniert. Da kommt das. Ist das cool und das glitzert ja richtig.
dafür dachte ich, braucht man bestimmte Stempelkissen, also eine ganz bestimmte Sorte, die man da nutzen kann. Nee, boah, braucht man nicht. Man kann blitzt ja die Augen, kann man eine Kamera so sehen? Schlecht. Das ist immer schön, dass das so glänzt, finde ich. Das war doch klar Glitzer. Glanz, das ist jetzt nur Glanz. Das ist nicht Glitzer, das ist nur Glanz. Das glitzert aber von hier aus gesehen. Und das ist eben das Coole, dass du jetzt mit diesen ganzen 48 Farben deine Stempel embossen kannst. Das ist so cool. Also, und abwaschen geht auch ganz einfach, weil es ja Wasserfarben sind. Das steht nämlich hinten drauf. Haben wir Stempelkissen auf Wasserbasis. Wo ist denn das hier auf Deutsch? Wasserbasis. Finde ich auch immer cool. Da brauchst du nicht extra noch irgendwas, um jetzt diese Stempel wieder sauber zu machen. Nimmst ein bisschen Wasser, machst sie sauber und fertig. Ist das wieder runter. Das ist ja was für dich, wa? Das ist cool. Und du kannst Layering-Stempel benutzen. Habe ich jetzt hier mal irgendwo einen. Mal gucken. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Layering-Stempel. Da hat man ja erstmal so eine Grundbasis und dann so verschiedene, die man dann noch draufsetzt in verschiedenen Farbtönen. Brauchst du also immer eine Farbe in drei Tönen. Also immer heller werdend. Und das hat man ja dann jetzt hier. Jetzt kann man mal eine Rose stempeln. Jetzt kann man hier einfach diese verschiedenen Rottöne nehmen. Wir machen es einfach mal. Da muss man sich natürlich eine Farbe aussuchen. Eine Rose sollte vielleicht rot sein oder gelb oder was weiß ich. Jetzt machen wir erstmal den Untergrund von dieser Rose. Da kann man jetzt die erste Farbe, ich habe jetzt hier die hellste genommen, die ich gefunden habe. Und dann hat man erstmal den ersten Schwung. Und jetzt musst du unklar werden, oder? Sauber machen. Ja, kommt ja gleich. Jetzt gibt es hier so verschiedene andere Stempel, die man dann als nächstes nutzt. Steht dann meistens auf den Stempeln mit drauf. Hier steht es jetzt leider nicht, warum auch immer. Aber man sieht ja erst die Unterfläche, dann das hier und dann noch das ganz wenige nachher. Jetzt haben wir hier ein anderes Rot, ein bisschen kräftigeres. So, das muss dann jetzt hier natürlich genau drauf gestempelt werden, wenn ihr eine Stempelhilfe habt. Geht das alles immer ganz einfach, aber es geht auch ohne Stempelhilfe zu machen. Dann haben wir die nächste Farbe. Das ist ja und cool. Da das Wasserfarben sind, wie gesagt, ganz einfach abzumachen. Ihr könnt damit natürlich auch so eine Aquarell-Hintergründe machen, weil das ja Wasserfarben sind, kannst du ein bisschen Wasser drauf sprühen und kannst damit mit einem Pinsel dann eben malen. Und was machst du jetzt mit der dritten? Okay. Ist das schon fertig eigentlich? Nee. Zeige ich dir gleich. Jetzt haben wir hier die dritte. Oder den dritten Stempel. Jetzt müssen wir die noch dunklere Rot nehmen. Ich weiß jetzt ja nicht, ob es umgedreht auch geht. Ich mache das eigentlich immer von hell auf dunkel. Ja, musst du ja, weil im Dunkeln siehst du ja das Helle nicht, wenn das Licht aus ist. Licht aus ist, ja. Jetzt muss man wieder gucken, wo man jetzt hier das ansetzen muss. Meistens hat man irgendwo so eine Ecke. Hier ist jetzt zum Beispiel diese Teil, was man da so draufsetzen sollte. Könnte, müsste. So, oder? Nächste Stempel drauf und zack, hast du noch ein dunkleres. Na gut, das Rot ist jetzt nicht so dunkel, aber hier ist so ein ganz kleines bisschen noch dunkler. Ich nehme mal einfach ein lila oder ein braun, damit man es besser sieht. Eben haben die Leute so geguckt, so mitgeguckt, wie ich das durch die Brille sehe. Verschwommen? Nicht, wenn ich die Brille absetze, dann sehe ich das immer so. Mal ob wir das noch ein bisschen besser kriegen. Also die Farben kann man sich ja aussuchen, die man dann nutzt. Muss man halt immer alles ein bisschen ausprobieren. Ja. Und jetzt sieht man hier so einen anderen Farbton hier so am Rand noch so ein bisschen. Ja. Also ist schon eine coole Sache. Layering-Stempel mag ich ganz doll. Nutzt man halt zu wenig, weil es immer doch ein bisschen aufwendig ist. Aber es sind schon coole Sachen und davon gibt es ganz viele tolle Motive, die man nutzen kann. Wisst ihr, wer nicht umständlich haben will, der soll aufhören mit Basteln. Oder? Ist ja nicht umständlich, ist nur aufwendig. Ja, wer nicht aufwendig haben will, der so aufhören mit Basteln. Aber ist doch eine coole Rose. Ja. Kann man nicht meckern. Wer nicht malen kann, nimmt halt so eine Stempel und kann eben stempeln. Ja. So. Also Layering geht, wie gesagt, weil man ja immer diese verschiedenen Farbtöne hat, ist schon eine coole Sache. Hast du fein gemacht. Ich fein gemacht? Wegräumen. Wenn man jetzt denkt, oh, jetzt kriegt man die ja nicht wieder einsortiert, das ist ja das Coole, dass hier Nummern draufstehen. Ich habe hier die 20, also ihr hört hier die 19 hin. Dann habe ich hier die 18
und hier die 17. Zack, hast du alles wieder sortiert. Cool fand ich an den Sets, deswegen wollte ich die ja eigentlich haben. Ich habe lauter so eine kleinen Dinger rumflattern. Wo habe ich die hier? Ja, ich hatte mir ja schon mal zum Layern solche kleinen Dinger gekauft. Und dann hast du die so lose rumflattern, lauter so eine kleinen Teile. Und hier hast du sie schön in der Box und sortiert. Wenn man sich jetzt so eine Box extra kauft, also diese Dinger hier kosten schon bestimmt einen Euro, wenn man reicht, zwei vielleicht pro Stück so, ja. Dann brauchst du noch die Box dazu. Also das läppert sich ganz schön zusammen. Und hier hast du alles komplett und hast alles aufgeräumt. Das fand ich so cool, dass man das schön sortiert hat. So, und dann hatte ich ja gesagt, man kann damit auch, also nicht nur die Hintergründe wischen. Ich mache ja meistens hier so ein bisschen was am Rand. Das geht natürlich auch. Richtig cool. Könnt ihr auch eure Wischer für nehmen, muss jetzt nicht so inner sein, aber die fand ich halt cool, dass du die so übereinander stapeln kannst. Das ist von Hartfeld Creation. Jetzt muss ich das mal überlegen. Das gibt ja so viele Firmen, aber das fand ich so cool, die musste ich mal haben. Und dann hat man sich seinen Rand hier gemacht, rucki zucki. Und warum hast du jetzt die Seite genommen und nicht die gestempelt? Weil ich hier rot habe, hätte jetzt blöd ausgesehen. Was, das passt doch, lila und lila? Rot. Na. Das hatte ich jetzt hier schon vorbereitet. Ja, das hätte ich so gezeigt. Jetzt. Nicht hatte ich jetzt Weihnachten vorbereitet, schon mal vorgestempelt, hat aber dann nicht gepasst. Ja, so sieht es dann eben fertig aus. Na. Rot wollte ich jetzt nicht wieder nehmen. Weil wir ja gerade rot gestempelt hatten. Also ich habe die Farben schon mal vorher ausprobiert. Ich habe jetzt hier Nachmittag schon mal gesessen und habe mit Papier einfach mal so drauf gedrückt, ob die alle funktionieren. Sind alle super. Erst war ich ja ein bisschen skeptisch bei dem Preis, ja. Ja, skeptisch. Und dann haben die mir die einfach bloß draußen vor die Tür gestellt. Wir haben jetzt Frost gerade. Da habe ich gedacht, oh, Wasserfarben, das hat sich wohl erledigt. Aber ich habe die an die Heizung gestellt. Der hat das nur gut gemeint. Ja, der hat es gut. Der wusste ja nicht, was drin ist. Naja. Ja, dass ich meine Sachen habe. Hab ja auch gesagt, der kannst da immer hinstellen, aber wenn du dann sowas drin hast, dann, oh, Scheibenkleister. Es hat aber dem Frost nichts ausgemacht. Dem Frost hat es sowieso nichts ausgemacht, nee. Aber den Farben hat es auch nichts ausgemacht, Gott sei Dank. Also lohnt sich wirklich, wenn er die irgendwo kriegt. Und ich hatte euch schon ein paar Mal gesagt, es gibt so Gruppen im Internet, wenn er bei Facebook guckt, es gibt so eine Gruppe Action-Einkaufspaten. Da lasse ich mir auch öfter mal was schicken, wenn ich es wirklich nicht von Freunden und Bekannten kriege. Dann kann man da gucken. Manche bieten da Sachen an oder manche schreiben eben, ich suche dies und jenes. Und dann meldet sich einer, ich besorge dir das ohne Aufpreis, sogar nur mit Versandkostenpreis dazu. Das sind aber nette Leute. Ja, sind ganz nette, weil die wissen, haben nicht alle so ein Action in der Nähe. Und dann ist es halt cool, wenn man solche Sachen sich besorgen lassen kann. Genauso auch die Blöcke und alles andere, was es da halt so gibt, was man gerne haben möchte. Also es gibt auch nette Leute auf dieser Welt. Muss es ja. Gibt auch nette. Würde es ja nicht mehr funktionieren. Ja. Und ich bin froh, dass ich die habe. Und ich darf zwar nicht sagen, wer mir die besorgt hat, weil dann immer ganz viele schreiben, besorgt mir das. Aber ich bin ja froh, dass er mir was besorgt. Ja, du hast ja die Seite gesagt, wo. Ja, da könnt ihr gerne gucken. Vielleicht verlinke wo ich euch. Bereiten. Vielleicht verlinke ich euch einfach mal, wenn es geht, die Facebook-Seite, wo man da gucken kann. Dann müsst ihr euch damit anmelden. Und dann, also, ich habe jetzt alles Mögliche eigentlich getestet. Stempeln, wischen, im Bossen so, ja. Mehr kann man nicht machen mit Stempelkissen für 10,48 Euro Farben. Das ist so geil. Also seht zu, dass ihr die bekommt. Kann ich euch nur raten. Ich kann damit jetzt endlich arbeiten. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir versuchen euch immer wieder die neuesten Sachen zu zeigen, die wir so kriegen. Wenn uns die jemand besorgt, aus dem Action eben auch. Jede Minute, die du hier oben verbringst, ja. Hast du denn Ruhe, ja? Dann sag du mal lieber danke, dass du mir das besorgt hast. Danke, dass du mir das besorgt hast.